erschlingen. Na komm her. Komm weiter näher, komm weiter näher. So, Kollege, und du wirst jetzt erstmal beschämt. Auf 19, das ist doch schon mal was. Sag's. So, dann werden wir mal den Kollegen holen, der dieses Gebiet Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Schleichen, okay. Geschichte. Wir erheben uns gegen die Bleichhäute, verschaffen uns Gehör. Ja, was für eine Zeit, ein Uruk zu sein. Richtig, das ist sie. Sei stolz. Das Problem ist, der Kollege, der ist nicht ganz... Der andere kommt da auch wieder zurück. Erinnerst du dich, als wir diese Festung übernommen haben? Muss vor Spinnenangriffen auf der Hut sein. Verdammt.
sterben alle meine Männer. Du stehst da sehr schön, Kollege. Ich habe Besseres zu tun. Ich Menschenstoff. Ich lasse meinen Blutsbruder nicht von so einem nutzlosen Tag töten. Zeit, dich abzuschlachten. Mehr ja, ja. Verdienst du nicht. Du machst immer... Bereit für den Tod? Zahlloser, unschuldiger Ghule, schrei nach deinem Blut! Gerechtigkeit wird dich ereilen! Blutspur, Rache, aha. Tschüss! Osmo Nunnenzales. Und 22. Dieses Gebiet ist ja schon mal weg. Das gibt's doch nicht. Das nächste Mal werde ich ihn töten. Ich bin ein Sieg. Die Elemente sind in meinem Namen. Hast mir eine für die Maschine. Ist dir erkenntlich? Ein tödlicher Schuss! Wir werden zusammen Großes tun! Zu schnell für dich! Weg mit dir! Mein Gott! Boah! So, anscheinend habe ich jetzt 10 Pfeile gekriegt. So, dann haben wir schon mal das erste Gebiet durch. Das reicht aber immer noch nicht, um den Kollegen zu holen. Seinen Schatten aufsitzen.
setze sofort auf den Schattengriff und gedrückt halten und in einem gebrochenen Gauk, Garker oder Drachen, Drachenreiter muss freigeschaltet sein, okay. Gut, das interessiert mich jetzt nicht. Ziehen auf Großhaut und drücke Y, um es von weiteren zu vergiften. Ist jetzt nicht so meins. So, dann da Geisterkette. Ja, dann müssen wir das ja freischalten. Dann müssen wir jetzt das freischalten. Drücke Fähigkeitspunkte. Das wäre jetzt sozusagen die nächste Möglichkeit. So, wir haben noch was mitgekriegt. Okay. Aber auch jetzt. Führe die Schleichangriff gegen einen Hauptmann aus. So, dann ist dieses Gebiet ja schon mal gesichert. So, dann haben wir uns diesen Punkt mal Hadir wieder in unserer Kontrolle. Viel ist es nicht. So. Okay. Hier gibt es ganz viel, so wie ich das sehe. Okay. So, nochmal einen Fähigkeitspunkt erhalten. Sorry. So, dann können wir hier X drücken, okay. Das ist sehr gut. Da haben wir schon mal D-Fähigkeit voll. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir gemeinsam nochmal ein paar Sachen machen. So. Ich schau mal direkt schon mal eins, das ist schon mal sehr gut.
Der Tag versteckt sich hier irgendwo. Oh ja, was meine ich denn hier? Das war deutlich. Schleicht da jemand umher? So. Er nannte mich sein Schoßtier. Und ich ließ ihn gewähren. Er lobte meinen Hunger und nannte ihn Leidenschaft. Wir waren eins. Nun lebe ich in der Dunkelheit am Rande seines Reiches. Ich erkunde das Schicksalsnetz als schweigender Zeugin seiner wachsenden Macht, seiner ewigen Herrschaft. Es ist an der Zeit, dass ich ins Licht trete. Okay. Also mein Controller vibriert hier ein bisschen. Eine Spinne wartet immer und lauert. Aber auf was? Ja, das frage ich mich auch. Auf was? So. Wir haben hier jetzt doch das Gebiet und das Gebiet. Wir müssen jetzt sozusagen alles finden. Weil Stufe 30 ist schon ein bisschen heftig. Hier haben wir noch ein Iridin. Da gehen wir hier hin. Durch kann man ja, gut. Da drüben hat sich was bewegt. Geil. Immer von Tod und Morden zu reden, ist ermüdend. Klar hast du das Gefühl. Vor mir. So. Wir haben noch den 19. Wir haben noch den Stamm Schlechter. Den wir ja sozusagen gemacht haben. Und das wäre jetzt noch einer gewesen, ey. Jetzt hier mal lackieren. Dich hole ich auch noch, Kollege. Die Elben achten bei ihren Künsten auf zarte Schönheit. Die Kristalle in diesem Artefakt glimmen sanft, selbst in einem pechschwarzen Raum.
Ich weiß es aus Erfahrung, denn ich bin oft in die große Halle geschlichen, um bei Kristalllicht zu lesen, während alle dachten, ich sei im Bett.